Ethical Banking wissen wofür. Sie wissen, wofür Ihr Spargeld eingesetzt wird. Wir sind heute zu Gast beim Stefan Kofler aus Bozen. Wir zeigen Ihnen heute ein Finanzierungsbeispiel der Linie energetische Sanierung. Stefan, guten Morgen. Guten Morgen. Danke, dass wir bei dir dürfen kurz zu Besuch sein. Erzähl uns einmal ein bisschen, was waren die Hintergründe, warum haben Sie sich entschieden, bei einer Wohneinheit eine energetische Sanierung durchzuführen? Angefangen hat es eigentlich vor 12, 13 Jahren, als meine Kinder auf die Welt gekommen sind. Wir haben in zwei Zimmer, die nach Richtung Norden ausgerichtet sind, Schimmel gehabt. Und das sind die Schlafzimmer. Und dann haben wir gesagt, nein, kann nicht sein, dass wir Schimmel im Zimmer drin haben, wo die Kinder schlafen. Und dann habe ich mich angefangen zu informieren, was kann man da machen. Und ja, das hat dann alles ins Rollen gebracht. Was waren dann jetzt effektiv die Eingriffe, was es durchgeführt hat, die baulichen? Wir haben verschiedene Eingriffe gemacht. Also angefangen haben wir mit dem Austauschen von Brenner. Das ist die wichtigste von der Energieeinsparung, die wichtigste Aktion gewesen. Also wir haben einen alten Ölbrenner gehabt und jetzt haben wir eine Gastherme, der ja ein Stadtgasnetz angeschlossen ist. Mit dem haben wir am meisten eingespart von Geld her. Bevor wir angefangen haben, habe ich mich informiert, weil wir ein altes Haus haben mit Sturmmauern und da unter Umständen ein Problem ist mit der Radonbelastung. Habe ich mir verlangt, gibt es eine eigene Abteilung, kann man anrufen, die kommen und machen dann eine Messung. Und wir haben effektiv erhöhte Radonwerte in die Zimmer drinnen. Und dann haben wir beraten lassen, was wir beim Umbau, wenn wir dann isolieren und wir haben auch ein paar Umbauarbeiten intern gemacht, was wir beachten müssen, dass wir nicht das Problem verschärfen, sondern eher entschärfen. Und ja. Am Ende jetzt, wir sehen, da ist gerade die Bauphase noch im Gange. Ja. Am Ende wird es ja von, jetzt rein von der Klimaberechnung her, glaube ich, fast Klimahaus Standard A, richtig? Wir gehen eher Richtung Klimahaus A, ja. Also ist recht gut geworden. Viel macht bei der Klimahausberechnung auch die Lüftung aus. Also die wird da sehr stark eingerechnet und die macht auch effektiv von der Energieersparnis sehr viel aus an der Lüftungsanlage. Mhm. Ein Teil der Kosten ist ja mittels Ethical Banking Finanzierung gemacht worden. Wie bist du auf Ethical Banking gekommen und was haltest du so persönlich von dem System, sage ich mal? Zum Ethical Banking bin ich gekommen, weil ich die persönlich kenne und dann haben wir über das mal geredet. Ethical Banking finde ich überhaupt eine tolle Sache, weil als Kunde, normaler Kunde von einer Bank, bringt man sehr häufig das Geld zur Bank und sagt, investieren wir das irgendwo gewinnbringend und man weiß noch eigentlich gar nicht, was mit dem Geld passiert. Also es kann dann in alle möglichen Sparten investiert werden und man hat überhaupt keine Kontrolle, wo zuletzt, was damit getan wird. Und bei Ethical Banking war es übrigens hin und mit dem wird im Endeffekt der Alte gut gemacht. Und das kommt zusätzlich nur lokalen Menschen zugute. Danke Stefan, dass wir haben gedurft, da zu Gast haben, dass wir haben jetzt auch gesehen, was man da wirklich Tolles machen kann, um Energie effektiv einzusparen. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit in einer neuen Wohnung und danke, dass wir dürfen zu Gast sein.